Heute ist der 29. Oktober 2016. Hier geht es um die Laufparade 2010. Die letzte bis dahin stattgefundene Laufparade, die fand in Duisburg statt. Und die ist ja nun auch die bekannteste, leider, durch tragische Umstände, weil da einige Menschen ums Leben kamen. Spontan weiß ich es jetzt gar nicht, ich glaube 21. Tja, und Schuld daran war wie immer Dummheit auch einiger dieser Besucher. Ja, also, sag mal so, komm, mögen mich jetzt Angehörige angreifen, kommt, ja, beweist das Gegenteil. Ich sag mal schon, mindestens ein Drittel vielleicht dieser Toten und auch Verletzten war daran selber schuld. Weil wenn man blindlings in der Masse rumläuft und sich vielleicht nicht mal umguckt, wie viele Leute hinter einen herkommen, ja, und einfach nur blindwütig feiern will, dann muss man sich auch fragen, also Hauptschuld tragen auf jeden Fall die Behörden und die Polizisten, aber ich denke, so einige sogenannte Raver, ja, tragen auch selber Schuld an ihrem Tod, an ihren Verletzungen. Verletzte gab es ja massenweise. Das Versagen der Behörden, der Polizisten ist so unglaublich und nach meiner Kenntnis wurden ja quasi ja, null Menschen dafür bestraft. Polizisten, sonst was, Einsatzleiter, gar nicht. Das Schlimme ist, dass die Polizisten auch gar nicht reagiert haben auf die zahlreichen Bekundungen von Ravern, die gesagt haben, hier lassen Sie die nicht mehr rein, da sterben Menschen und so. Das hat die meisten Polizisten gar nicht interessiert. Finde ich traurig. Ich habe mich da auch mehrere Tage mit dieser Laufparade befasst, Videos gesehen, Google bemüht. Ja, es muss grausam sein. Ja, so muss ich das vorstellen. Man ist dann in dieser Enge, kommen immer mehr Leute hinter einen her und keiner kann sich mehr bewegen. Was ist, wenn du so eine zierliche Frau bist? Das ist ja gar keine Möglichkeit. Ja. Du kannst nur versuchen, quasi unterzutauchen, ja, also quasi in die Gebeine und da versuchen, irgendwie durchzukommen. Aber da ist die Luft ja noch schlechter und dann kann es sein, dass du da auch zertrampelt wirst und so. Also das, was Leute da gesehen haben, die überlebt haben, die haben, also viele von denen haben natürlich einen seelischen Knacks hinter sich. Ja, aber es gab bestimmt auch kluge Leute, die sich gedacht haben, da gehe ich gar nicht erst hin, weil die also die Gegebenheiten da kannten. Sehr viele Besucher kannten ja die Gegebenheiten gar nicht, diesen alten Rangierbahnhof in Duisburg. Aber es gab bestimmt auch Leute, die an sich Laufparade gegenüber offen waren, aber sich gedacht haben, ey, den alten Rangier- oder Güterbahnhof in Duisburg, den kenne ich doch, das ist doch viel zu eng da, wenn da gewisse Anzahl an Leuten kommt, da gehe ich nicht hin. Das war dann eine kluge Entscheidung. Wie kann man als Veranstalter so grottendämlich sein, so einen beschissenen Ort für die Laufparade auszuerkennen? Denken. Also warum macht man sowas? Wie kann man so dämlich sein? Das ist für mich eigentlich ja in gewisser Weise wirklich fahrlässig, ja, strafrechtlich gesehen. Ja, die Musik passt jetzt nicht so zum Thema, aber ich kann meine Musik nicht immer zum Thema anpassen, ja, darauf habe ich nun keinen Bock. Also kommt mir nicht mit Pietätlosigkeit, also Leute, weil ich kann ja nichts für. Ja, dem Grunde nach müsste man eigentlich diese ganzen Betreiber und Verantwortlichen der Fahrlässigkeit anzeigen. Ja, also wegen diesen ganzen Mordfällen und dem Verletzten. Klar, kann man ja so nicht, weil ist natürlich jetzt übertrieben. Ja, jetzt mache ich nämlich das, was sonst alle Leute machen. Moralisches mit rechtlichem vermischen, und das möchte ich ja nicht. Weil jeder Besucher ja hat es ja selber in der Hand, indem man da hingeht und sich dann entsprechend auf diese Scheiße einlässt. Ja, natürlich. Nochmal, die Besucher, also nicht alle Besucher kannten ja die Gegebenheiten da. Und selbst wenn, konnten sie davon ausgehen, dass die Verantwortlichen da eben verantwortungsbewusst handeln, Rettungswege und dergleichen. Ja, das ist schon klar. Abgesehen davon, dass sich mein Mitleid generell in Grenzen hält, weil ja, auf die Veranstaltung Laufparade zu gehen, ist in etwa so sinnvoll wie Videos von ApoRed, Julienko, Dena, Gronkh und so weiter anzuschauen. Also ich finde eigentlich alle Menschen, die da freiwillig hingegangen sind, sind für mich Abschaum.
Nichtsdestotrotz ist natürlich der Tod, die Todesfälle, die Leute, die da ums Leben gekommen sind, die Verletzten, das ist unschön. Weil sie da in der Regel nicht selber dran schuld waren. Einige sicherlich. Wie ich ihm gesagt habe, einige sind bestimmt selber dran schuld. Ich prangere, wie gesagt, nochmal das Verhalten der Behörden an. Ja, also diesen, wie ist der Typ, Rainer Schaller oder so, das oder so ein Boss von der Fitnesskette. Der Oberbürgermeister von Duisburg, der dann noch monatelang an seinen Stuhl klebte. Ja, und die verantwortlichen Polizeileiter. Ich weiß nicht, das ist, man müsste wirklich diese Brücke hier, diesen Güterbahnhof, weiß nicht, ob der noch besteht, sprengen. Ja, und jedes passende Betonteil, das sind ja dann Millionen, an diesen Leitern, ja, bis zu ihrem Tod in den Arsch schieben. Jedes einzelne. Ich meine, wie kann man so grottendämlich sein? So eine Veranstaltung, auch wenn sie da vielleicht schon rückschrittig war, nicht mehr so viele Leute gekommen sind wie, also ich, 1995, 96, wo so die Hochzeit war, wussten die ja, dass ja da nicht nur 1000 Leute kommen, sondern etwas mehr. Wie kann man denn wirklich so eine Veranstaltung wie die Love Parade, also das größte Technofest der Welt, auf so ein gottbeschissenen Gelände planen und dann auch wirklich durchbringen? Wie dumm muss man sein? Ja, und ansonsten, ja, ich will mich ja eigentlich nicht wiederholen. Eigentlich könnte ich jetzt schon einen Cut machen. Ja, natürlich, das muss grausam sein, wenn du da drinnen stehst und so weiter. Ja, natürlich, ja. Ich meine, ich habe das gelesen, habe da mitgefühlt. Du stellst dir vor, die Luft wird ja abgeschnürt. Vor allem die Leute sind da. Hier sieht man doch diese Treppe. Die Leute sind da teilweise viel zu langsam hochgelaufen. Gut, einige wurden ja benommen, hatten schwere Beine oder was ich. Vor allem die Polizisten haben die ja teilweise noch zurückgedrängt. Also anstatt die Polizisten ihr Möglichstes tun, alle hochziehen und so weiter. Also wenn man da Videos sieht, da fällt einem nichts zu ein. Das Totalversagen der Polizei wird hier allzu deutlich. Also klar, gab es sicherlich ein paar Polizisten, die geholfen haben, das waren nicht wenige. Vor allem die Rettungssanitäter, aber. Also eigentlich kann man das zusammenfassen, Laufparade Duisburg 2010. Eine Ankunft und eine Zusammenkunft, ein Aufeinanderprallen grenzenloser Dummheit. Wie gesagt, jeder Besucher, jeder, außer er wurde wirklich gezwungen, ja, wirklich in dem Sinne von genötigt. Ansonsten jeder Besucher, der diese Love Parade besucht hat, also diese Rave bei von jetzt Sanitätern oder so, das ist was anderes, ja, weil die müssen das ja in dem Sinne machen von dem Beruf. Deswegen, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Aber so diese ganz normalen Raver, Techno-Jünger, Besucher dieses Festivals, die sind alle Abschaum und grottendämlich. Ja, ich habe da eigentlich null Mitleid mit dem Tod. Also das ist ähnlich wie bei Robert Enke. Oder Niklas Feierabend oder was weiß ich für Gestalten. Ja, und auch die Verletzten. Also ich meine, das muss man vorher, da muss man, weiß nicht, das ist, ja, die können ja auch nichts für, aber nicht wirklich, also, aber irgendwie, ich weiß nicht, allein auf so ein Fest zu gehen, ist doch so grenzwertig dumm. Jetzt kommen Kritiker und sagen, was hast du denn? Die wollten nur feiern. Ja, toll, feiern. Ja. Und? Ja. Feiern. Ich meine, auf so ein Fest, das ist moralisch gesehen, was bringt das, auf eine Love Parade zu gehen? Da ist überall nur Abschaum, wirklich reiner Abschaum. Vor allem, es gibt bestimmt noch Leute, die waren auf diese Love Paraden, die tun heute noch feiern, ja, in Discos, sich vollrauschen lassen und so, und haben also nichts draus gelernt. Ich empfinde da wirklich null Mitleid. Also, noch, ich sag's nochmal ganz deutlich: jeder, der da gestorben ist, jeder, der da verletzt wurde, ist selber schuld. Was soll ich da noch groß drum rumreden? Mike ist ja nicht dafür bekannt, ein Druckmäuser zu sein. Also, alles, was hier am den Tag im Jahr 2010 in Duisburg war, auf diesem Güterbahnhof, ist Abschaum. Auch die Sanitäter, auch die Polizisten, alle. Alle waren Abschaum, durchweg. Habe ich null Mitleid. Nichtsdestotrotz müssen diese Wichser bestraft werden. Werden sie aber nicht. Ist mir jetzt nicht bekannt, dass da irgendjemand groß bestraft wurde.
Vielleicht wurden die irgendwie versetzt oder so, die Polizisten. Ja, aber das ist ja keine richtige Bestrafung. Das ist wirklich ein trauriges Kapitel. Aber letztendlich drückt Duisburg, Laufbericht Duisburg 2010, sehr, sehr gut die Dummheit der Masse, nicht alle, aber der Masse in Deutschland aus.